krank in Thailand. Hallo Leute, das ist wieder Mario. Im heutigen Video schauen wir uns mal an, was man machen kann, wenn man in Thailand krank werden sollte. Und das Ganze aus aktuellem Anlass. Denn diejenigen, die meinen Kanal ja schon etwas länger verfolgen, die wissen, dass ich mich praktisch nur oder sehr oft von Streetfood ernähre, also bei den Straßenküchen essen gehe. Und das habe ich auch, ich mache das täglich. Das habe ich auch diese Woche wieder gemacht. Und vor circa 3 Tagen habe ich eine neue Straßenküche getestet. Habe noch kein Video darüber gemacht, werde ich auch nicht, weil es wäre ein ziemlich negativer Bericht, ein negatives Review. Auf jeden Fall habe ich dort gegessen und ich wurde krank. So, noch schnell meine Frau fragen, was sie dazu meint. Tirak, ich bin krank. Oh, mein Buffalo, sieh! Habe mir tatsächlich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Angefangen hat es mit Bauchschmerzen etc., Kopfschmerzen. Dann alles, was da sonst noch dazugehört, ich gehe jetzt hier nicht in die Details. Auf jeden Fall stellt sich dann die Frage, was machen? Es gibt in Thailand 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, man geht direkt ins Spital. Oftmals mit längeren Wartezeiten verbunden. Es kommt ein bisschen darauf an, wo oder in welche Spitäler man geht. Man hat in Thailand hier die Möglichkeit oder die Auswahl zwischen den staatlichen Krankenhäusern, sowohl auch private Krankenhäuser. Und da gibt es auch wieder Unterschiede bei den privaten. Da gibt es die im oberen Preissegment, also sagen wir mal die ganz, ganz guten, wo man in der Regel auch kurze Wartezeiten hat, aber auch dementsprechend halt eine hohe Rechnung bekommt. Und dann gibt es andere wiederum, wo dann etwas günstiger sind, wobei eben die Behandlungen sind in der Regel immer sehr gut, bis auf die Krankenhäuser der Regierung, die staatlichen Krankenhäuser. Die sind oftmals, ja, kommt ein bisschen darauf an, wo man lebt, aber da habe ich auch schon Krankenhäuser erlebt. Jetzt kommt noch der Krankenwagen, aber der ist nicht für mich. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der heute ein Problem hat. Ja, auf jeden Fall gibt es da verschiedene Krankenhäuser, auch staatliche. Und ich habe es schon erlebt, im Süden vor allem, oder in kleinen Orten, wo die Krankenhäuser wirklich nicht gerade der Hit waren. Sogar die Hühner noch dort herumgelaufen sind in den Krankenhäusern, weil sie offen waren. Also man konnte eigentlich rein und raus, wie man wollte. Und aber eben grundsätzlich, man hat die Möglichkeit, in ein Krankenhaus zu gehen. Oder die zweite Variante, welche ist, nein, es stimmt gar nicht, es gibt 3. Die zweite Variante, das sind Kliniken, kleinere Kliniken, die gibt es auch überall. Die sind vor allem so in den Dörfern, auch in den größeren Städten gibt es sie fast an jeder Straßenecke. Das sind meistens Ärzte, die arbeiten tagsüber in einem Krankenhaus und dann so ab 17 Uhr in der Regel gehen oder machen diese Kliniken auf und dann kann man sich auch dort behandeln lassen. Natürlich eben nur kleinere Sachen, wie zum Beispiel Tests für den Führerschein, Grippe oder sonst auch Frauenarzt etc. Alles, ja, halt einfach normale Kliniken, wie man sie auch kennt in Europa. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Nur da sollte man auch ein bisschen schauen, wenn man um 17 Uhr dorthin geht, sind die meistens voll, weil alle Leute bereits dort warten, Warteschlange gebildet etc. Daher wäre es dort sinnvoller, ein bisschen später zu gehen. Man muss halt danach schauen, wie lange das die geöffnet sind. Und die sind in der Regel auch gut und sehr, sehr günstig. Also das ist sicher eine Variante, die ich bevorzuge vor dem Spital. Und dann kommen wir noch zur dritten Variante und das ist meine Lieblingsvariante, wobei da es ist nicht ganz eine ungefährliche, oder sagen wir mal, es ist eine Variante, die oft kritisiert wird. Ja, und was meine ich mit, es wird kritisiert? Ihr kennt es vielleicht aus den USA.
in den USA gibt es so die großen Drugstores, also so teilweise ganze Einkaufszentren, wo du reinlaufen kannst und dann hast du dort Medikamente, Antibiotika, normale Medikamente, was es alles gibt da im medizinischen Bereich und dann teilweise so Schilder, die irgendwie das Ohr kennzeichnen und wenn du zu dieser Reihe gehst oder in diese Abteilung, wo das Ohr ist, dann findest du dort alle Medikamente zu Krankheiten rund ums Ohr. Wenn du dann irgendein Bild hast, wo der der Kopf abgebildet ist, dann findest du alle Medikamente rund um den Kopf, also Kopfschmerztabletten etc. Und in Thailand ist das nicht so extrem, aber Thailand hat ja relativ viel von Amerika, also von den USA übernommen. Und hier hat man halt die Möglichkeit, in einer Pharmacy, also Apotheke, Drogerie, zu gehen und dort kriegt man auch fast alles. Es wird zwar immer mehr reguliert, es gibt teilweise auch mittlerweile Medikamente, die man dort nicht mehr bekommt, aber trotzdem wird fast in jeder Pharmacie, in jeder Drogerie hier in Thailand, werden Antibiotika abgegeben. Und das funktioniert so. Ich bin ja wegen dieser Lebensmittelvergiftung, was ich vermute, oder ich meine, solange du natürlich nicht zum Arzt gehst etc., weißt du natürlich nie zu 100%, was es ist. Aber ich habe immer gute Erfahrungen gemacht mit den Pharmacies, möchte das hier aber auf keinen Fall empfehlen. Also für diejenigen, die hierher kommen und krank werden, geht in ein Spital oder geht in eine Klinik. Das ist mit Abstand die bessere Variante, denn Thailand wird ja oft auch kritisiert, da eben teilweise sehr fahrlässig und immer und viel zu oft Antibiotika abgegeben wird. Auf jeden Fall gebe ich jetzt hier mal wieder, wie ich es erlebt habe, beziehungsweise meine Erfahrung zu dieser Lebensmittelvergiftung. Also ich bin in die Pharmazie gegangen und habe gesagt, was ich für Symptome habe, dass ich vermute, dass ich eben was Falsches gegessen habe. Und die Thailänderin, die dort arbeitet, die spricht gutes Englisch, sehr gut Englisch. Und man hat auch gemerkt, sie haben Erfahrungen, vor allem auch so mit den üblichen Krankheiten, die es hier gibt. Ich habe ja auch bereits mal ein Video darüber gemacht, über die sexuellen Krankheiten, vor allem Pattaya oder der ganze Liebestourismus, die Leute, die dorthin gehen und sich dann irgendwas auflesen. Und was hier auch speziell ist, man kann dann auch, vielfach sind die Pharmacies bereits in der Umgebung, wo die ganzen Bars sind etc., wo auch der Liebestourismus ist. Und man kann dort reingehen und man kann sagen, was man für ein Problem hat und man kriegt innerhalb von wenigen Minuten ein Antibiotika ausgehändigt gegen diese Krankheiten, oder? Das ist in Thailand tatsächlich normal, aber eben auch hier gibt es teilweise sehr oft oder ist sehr oft der Fall, dass Antibiotika ausgestellt wird gegen irgendwas, was man aber gar nicht hat, was ja dann sehr, sehr schlecht ist, weil sich da ja Residenzen bilden können. Ja, und jetzt eben in meinem Fall, ich bin dorthin, die konnte gut Englisch, die Angestellte dort, und habe gesagt, die Symptome, und habe dann hier auch Medikamente bekommen. Unter anderem natürlich auch Antibiotika. 4 Medikamente gegen diese Lebensmittelvergiftung. Einerseits Loxone 400, ein Antibiotika. Das kriegt man dann immer so in solchen Päcklein, oder vorne drauf steht, was es ist, dann wann man es einnehmen soll etc. Und gut beschrieben. Ich schaue dann jeweils im Internet noch nach, ob es auch irgendwie einen Zusammenhang hat mit dem, was ich habe. Also einerseits das Antibiotikum. Da finde ich noch gut, es steht auch drauf, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, vielleicht ist die Hand im Weg, es steht drauf, dass man es bis zum Ende einnehmen muss. Also fertig machen, was ja bei Antibiotika normalerweise so sein sollte. Dann gegen Magenschmerzen wieder ein Medikament, oder? Zack, und da vorne auch wieder schön beschrieben. Also ich gehe jetzt hier nicht alle durch, aber du kriegst hier so ein Plastiksäcklein voll, das war voll, auch Kohletabletten etc.
als würde man bereits irgendwie wissen, okay, Magenprobleme, vermutlich Lebensmittelvergiftung, du kriegst dieses Set. Wenn du Geschlechtskrankheiten hast, keine Ahnung, dann kriegst du dieses Set. Also, ja, es ist oftmals wirklich... Sie sind in dieser Hinsicht gut, obwohl sie keinerlei Bluttests machen. Ja, es ist natürlich auch die Frage, warum mache ich das? Warum gehe ich nicht zu einem Arzt? Und ja, es ist auch jetzt wieder hier, oder ich habe jetzt die Medikamente, es ist jetzt der zweite Tag, seit ich diese Medikamente einnehme, und es geht mir schon wieder viel, viel besser. Also offensichtlich wirken die Medikamente auch, offensichtlich sind sie auch, oder sind es die richtigen Medikamente, ich gehe jetzt mal davon aus, ohne dass ich hier irgendwelche medizinischen Kenntnisse habe in diesem Bereich, aber ja, es wirkt und es ist die kostengünstigste Variante. Also man geht nicht umsonst irgendwo in einen Spital, wartet dort oder ist dann noch denen im Weg, die halt vielleicht wirklich etwas Schlimmes haben, Unfälle etc., die Leute, die behandelt werden müssen, die warten dann teilweise auch halbe Stunde, Stunde, wenn nicht länger, auf einen Arzt, der frei wird, und dann bist du dort mit irgendwelchen, mit einer Lebensmittelvergiftung oder weiß ich was, oder ein paar Magenproblemen oder keine Ahnung, und nimmst eigentlich diesen Leuten den Platz weg. Und ich bin so der Typ, ich gehe sehr, sehr selten bis eigentlich fast nie zum Arzt. Also ich halte mich immer fern von Ärzten, solange es geht. Und gehe dann lieber einmal mehr halt in die Pharmacy, in die Drogerie, Apotheke und hole zuerst mal was. Und wenn ich dann merke, es nützt nichts, dann in einem zweiten Schritt würde ich dann in eine Klinik gehen oder eben im Notfall dann auch in den Spital. Und dann kommen wir halt auch noch zum Preis, oder klar, ich habe eine Krankenversicherung, das wäre eigentlich alles bezahlt, aber ich bezahle das Zeugs lieber selber, vor allem das hier, was ich hier alles in der Pharmacy bekommen habe, und das hat mich 200 Baht gekostet. 200 Baht, das sind ca. 6 Euro, und eben wie gesagt, ich wurde ja schon öfters krank, so in den letzten 8 Jahren. Und es hat mich immer innerhalb von kürzester Zeit gesund gemacht. Und es kostet nichts. Es ist so günstig. Ja, das sind die Optionen, die man in Thailand hat, wenn man eben krank ist. Es ist mir klar, dass es nicht so ist wie in Europa und dass es eben auch, oder dieses System oftmals kritisiert wird. Aber das ist Thailand. Und schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare unten unter das Video. Wie immer, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn das Video hilfreich war. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss aus Thailand.